Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von IEM. Viertelfinale steht an. Spanien gegen Polen. Ja, das Spiel davor. 17-0 gegen die Türkei. Jetzt wird es auf jeden Fall extrem schwer. Gegen Spanien. Da werden keine 17 Tore oder so fallen. Und ja, den Quatsch, wie lange gehen rein. So Leute, und da sind wir angekommen. In Spanien sei schon. In Berlin. In der Hauptstadt. Und ich muss kurz mal was sagen zu der letzten Folge, ne? Polen gegen die Türkei, wo wir 17 gewonnen haben. Da hatte ich eigentlich Weltklasse angemacht, aber hat dann komischerweise nicht gespeichert. Und somit war das ein Amateur. Und somit haben wir deswegen 17-0 gewonnen. Also nochmal sorry an meiner Stelle, aber jetzt ist es auf Weltklasse definitiv. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber hier werden wir definitiv jetzt keine 17 Tore machen. Bug, so macht erstmal das 1-0, weil ja, da sehen wir schon, diesmal laufen sie einfach vor. Gut Glück, was macht ihr denn da? Tschechen, Junge. Geh doch da weg. Ey, unfassbar. Den hätte mein I Abwehrspieler sowas von gehabt. Ey, warum, Alter? Das Tor zählt natürlich für Morata, das ist klar. Ah, jetzt merkt man hier aber auch den Unterschied. Ja, Tag. Piatek, schade. Unai Simeone, stark. Mein Verteidiger. Schade. Zelensky. Den hat er stark gesehen. No, aus diesem spitzen Winkel. Ah, weiß ich nicht, ob man das da probieren muss. Ramiro ist sogar am Tor, okay. Welch mal Onesimo. War nix. Oh. Naja, wer weiß. Was ist das hier wieder für eine schlechte Flanke? Starke Parade von Tschechny. Alles weg. Let's go. Oh, schade. Das hätte es sein können.
Ah, Ecke. Stark. Frankowski. Frankowski 2-0, 2-1. Vor der Pause, richtig. Keine Lücke von ja. Szczęsny da stark. Draußen weiter. Zaleski. Jawohl, 3-1. Nice, vor der Halbzeit Buch. Klar. So Leute, wir sehen uns gleich wieder. Oh, Kroatien liegt auch 2-1 vorne gegen Dänemark. Sehr interessant. Schade. Oh, schade, schade, schade. Da geht's. Nein. Und 2-3. Anschlusstreffer. Polen. Das für dich. Oh, jo! Bruder, wo willst du den Ball hin? Machen. Er so, ja, 10 Kilometer vor Eck. Okay, warum nicht? Kowski. Oh, wie musst du machen? Dann hätte ich auch alleine aufs Tor gehen können. Digga. Oh, jau! Wo holt er die Parade raus? Weiter geht's. Nächste Ecke. Kommt besser. Nächste Ecke. Oh, die ist weit. Und let's go. Ich wusste gar nicht, dass die Flanke so geil kommt. Piatek 2-4. Dreckige zweite für uns. Frankowski. Ah, bleibt leider hängen. Verdient direkt wieder im Mittelfeld. Torwart! Torwart! Du musst sie noch leer! Oh mein Gott! Was ein Torwartbock! Das darf nicht passieren. 3-4.
Was ein Torwartbock. Scheiße, das darf nicht passieren. Du hattest ihn doch schon. Ja, ist unser stark. Schade. Zwitterski. Schade, nicht sehr cool. Oder? Nehme ich mit. Let's go, das war's. Vorentscheidung. Zwitterski. Oh, nee. Aufpassen da mit der Kretsche. Ja, egal, das kostet alles Zeit. Die Polen, die Spanier, der laufen muss, deswegen. Sie finden wirklich die Lücke, aber das war's. Das war's. Polen kommt weiter und steht somit im Halbfinale von der EM. Schade. Oh, Alter. Starke Parade vom Keeper. Ja, und somit war es das. Wir gewinnen 5-3 gegen Spanien und sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder und wir sehen's. Nächster Gegner im Halbfinale ist Kroatien. Deutschland gegen Frankreich. Das ist das andere Halbfinale. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ich hätte gerne ein Like und ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und...